Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal um meinen Filterhalter, im Speziellen um den Li-Filterhalter für das 100 mm System in Verbindung mit dem Polfilter und dem Polfilter-Adapter. Ich habe vor kurzem das Upgrade gewagt, sage ich mal, und habe von meinem alten Filterhalter, den ich jetzt auch schon so gut, ja, ich würde sagen, 10 Jahre in Gebrauch habe, auf den neuen Filterhalter gewechselt. Warum ich das gemacht habe und wo die Vorteile jetzt liegen beim neuen Filterhalter, das möchte ich in diesem Video mal besprechen. Okay, worum geht es in diesem Video? Um den neuen Filterhalter von Li mit dem passenden Polfilteradapter im Vergleich zu dem alten Li-Filterhalter mit Polfilteradapter. Fangen wir mal mit dem neuen Filterhalter an. Packe ich einmal kurz aus. Kommt in diesem Samtsäckchen daher. Vom Material her, von der Struktur sieht es ein bisschen aus wie so Carbon. Ob es jetzt wirklich Carbon ist, kann ich gar nicht sagen. Ist auf jeden Fall rundherum alles aus Plastik, macht aber trotzdem einen sehr wertigen Eindruck. Hier haben wir die Einschübe für die Rechteckfilter und hier an der Seite diesen Schnappknopf, sage ich mal, um das Ganze am Adapterring zu arretieren. Ansonsten, ja, die größte Neuerung ist wahrscheinlich hier dieser blaue Plastikring. Da komme ich aber im Detail gleich nochmal drauf zu. Ja, das zur Verarbeitung. Wie gesagt, kommt in diesem Säckchen da mit bei. Und was auch noch mit dabei ist, ist dieses kleine Säckchen. Und da sind nochmal die verschiedenen Schienen drin. Hier haben wir halt eine Schiene, wo drei Filter reinpassen. Hier haben wir eine Schiene, wo nur ein Filter reinpasst. Und diesen Zweifachhalter habe ich hier schon aufgesetzt. Beim alten, was so zeige ich hier auch noch mal kurz, war die ganze Geschichte verschraubt. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Hier die vier Schrauben. Das ist jetzt bei dem neuen Filterhalter nicht mehr so. Da sind keine Schrauben mehr drin. Dafür hat man dieses kleine Tool mit. Sieht aus wie eine Mini-Brechstange. Und ich zeige euch noch mal eben kurz, wie das funktioniert. Man hat hier an den Seiten von den Schienen diese helle Abdeckung. Da kann man mit der kleinen Spitze von diesem Tool drunter haken und diese Abdeckung entfernen. Und dann nimmt man die breite Seite. Dann gibt es hier noch so eine kleine Nase, eine kleine Ausbuchtung. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. So, wenn man das hat, kann man jetzt diese Filterhalter einfach nach innen wegdrücken. So, funktioniert eigentlich sehr gut. Wie gesagt, wer hat hier so arretiert und zurück funktioniert das ähnlich. Einfach von innen nach außen diese Halter wieder rausschieben, dann klackt es einmal, dann sind sie arretiert, diese Plastikabdeckung wieder drauf und man hat diese Schienen gewechselt. Wie gesagt, ich habe es nie gemacht. Ich denke, ich werde es beim neuen Filterhalter auch nicht machen, aber dafür ist dieses Zubehör halt mit dabei. Gut, kommen wir zum Polfilteradapter. Der kommt in dieser sehr schönen, wie ich finde, festen Aufbewahrungsschachtel mit zwei hochwertigen Reißverschlüssen. Innen drin nochmal sehr schön weich gepolstert. Ja, und das ist der Adapterring. Aus Metall gefertigt. Was es für Metall ist, weiß ich gar nicht. Ich vermute mal Aluminium, bin mir aber nicht ganz sicher. Und an den Seiten haben wir halt hier nochmal diese Plastik-Arretierung, wo dann halt der Polfilter eingeschraubt ist.
Und da haben wir auch schon den ersten großen Unterschied zum alten System. Das nehme ich einmal weg. Beim alten System war es so, dass dieser Polfilter-Adapterring fest mit dem Filterhalter verschraubt wurde. Das ist beim neuen System nicht mehr so. Hier ist es so, dass dieser Adapterring einfach nur noch eingeklickt wird. Man schiebt ihn in einer Seite rein, drückt auf der anderen Seite ein bisschen und schon ist die ganze Sache arretiert. Und da haben wir auch den ersten riesen Vorteil, weil beim neuen System ist es so gedacht, ich nehme noch mal eben ab, dass der Polfilter, hier haben wir den Polfilter, wenn der im Gebrauch ist, dass der nicht immer beim jeden Mal auf und abgeschraubt wird, sondern dieser Polfilter soll hier auf diesem Adapterring verbleiben. Ich schraube den neuen Polfilter einmal auf. Oh, sind ein paar Umdrehungen. So, jetzt ist er fest. Also beim alten wäre es so gewesen, ich hätte den Polfilter genommen und auf den Adapterring immer draufgeschraubt, wenn ich den Polfilter brauche. Jetzt ist es so, dieser Polfilter verbleibt auf dem Adapterring. Dafür habe ich jetzt halt auch, wie gesagt, dieses schöne Case, wo der halt wunderbar reinpasst. Und wenn ich den Polfilter halt benutzen will, nehme ich den einfach aus dem Case raus und schnappe den einfach hier in meinen Adapter rein. Ist auch um einiges praktischer. Gerade wenn ich Handschuhe anhab, muss ich halt nicht mehr an diesem feinen Gewinde versuchen, rumzuschrauben und den Polfilter aufzuschrauben, sondern kann jetzt halt wirklich diesen Adapterring nehmen und den an dem neuen Filterhalter einfach festklicken und das Ding sitzt. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil von diesem Polfilter und diesem neuen Filterhaltersystem, aber es war für mich nicht der Hauptgrund, jetzt zu wechseln. Mein alter Polfilter, ja, ich glaube, der hat auch jetzt auch schon gut 10 Jahre auf dem Buckel, hat mich auch nie im Stich gelassen. Von der Funktionsweise her oder von der Funktion her hat er immer tadellos funktioniert. Hatte jetzt nie irgendwie eine Beschädigung oder was auch immer. Ein paar Abnutzungsspuren hier an der Seite, an dieser Kante, wo der eingehakt wird. Aber das würde ich jetzt eher mal unter meiner Unachtsamkeit ein bisschen abspeichern. An sich funktioniert das Ding noch tadellos. Und ja, wie gesagt, hat mich in den ganzen Jahren immer gut begleitet und hat immer das getan, was er machen sollte. Trotzdem habe ich halt gewechselt oder abgegradet und das hat auch einen ganz speziellen Grund. Ich zeige das einmal hier an meiner Kamera. Habe hier meine EOS R mit dem 2405 von Canon drauf, das alte L-Objektiv mit einem 77 mm Filterdurchmesser, hier jetzt schon den passenden Adapterring drauf. Und ich zeige euch jetzt einmal hier den alten Filterhalter. Wird einfach hier aufgeklippt. So sieht das Ganze aus. Ja, und jetzt ist der Filterhalter drauf. Lässt sich drehen mit ein bisschen Widerstand, aber es geht. Und das soll ja eigentlich auch so sein, weil wenn ich jetzt hier meinen Verlaufsfilter zum Beispiel habe und den einstecke, so, dann kann ich natürlich logischerweise hier in der Höhe meinen Verlauf einstellen, aber kann mir halt den Verlauf auch so drehen, wie ich ihn haben will. Soweit, so gut. Das Problem, was ich jetzt habe, dafür muss ich den Polfilter noch mal einmal hier abschrauben. Wenn ich jetzt hier mir den Polfilter nehme, wie gesagt, was ich gerade schon angesprochen hatte, der erste Nachteil ist, ich muss ihn halt bei jedem Gebrauch auf- und abschrauben im Endeffekt. Ist, ja, man merkt es schon,
etwas fummeliger. So, jetzt hat er gepackt. So. Und wenn ich jetzt hier den Polfilter aufgedreht habe bis zum Ende, habe ich folgendes Problem. Ich habe mir jetzt meinen Verlauf eingestellt, so ein bisschen schräg zum Beispiel, und möchte mir jetzt noch den Grad meiner Polarisation am Polfilter einstellen. Und wenn ich jetzt anfange zu drehen, könnt mal hier oben auf die Kante von dem Verlaufsfilter achten. Seht ihr, irgendwann dreht sich der ganze Filterhalter mit und meine ganze Einstellung, die ich mit dem Verlauf gemacht habe, ist dahin. Ist natürlich sehr ärgerlich. Man kann logischerweise den Filterhalter festhalten und mit der zweiten Hand dann den Polfilter drehen. Aber so von vorne geht das jetzt vielleicht, wenn man hinter der Kamera steht und dann vielleicht noch Handschuhe anhat, ist die ganze Geschichte schon recht fummelig. Und das war eine Sache, die mir dann so immer mehr sauer aufgestoßen hat. Und irgendwann, ja, hat es mich dann so sehr gestört, dass ich mir gedacht habe, da muss eine bessere Lösung her. Und die bessere Lösung zeige ich euch jetzt einmal bei dem neuen Filterhalter. So, hier haben wir den neuen Filterhalter. Vom Prinzip her wird er halt genauso aufgesetzt wie der alte. Hier mit den zwei Nasen hinter dem Ring. Einmal hier ziehen. Und jetzt ist er auf dem Adapterring drauf. Lässt sich jetzt so auch weiterhin verdrehen. Vom Gefühl her auch noch ein bisschen leichter wie bei dem alten Filterhalter. Kann natürlich logischerweise auch hier mein Verlaufsfilter oder mein Graufilter oder was auch immer hier reinschieben und kann jetzt auch hier wieder durchdrehen, mir den Effekt so einstellen, wie ich ihn haben will. Wenn ich jetzt meinen Polfilter einsetzen will, hier habe ich ihn mit dem neuen Polfilter-Adapter. Habe ich ja gerade schon gesagt, ist es jetzt so angedacht, dass der Polfilter immer auf diesem Adapterring drauf bleibt und eigentlich nicht mehr abgeschraubt wird. Und wenn ich ihn jetzt halt einsetzen möchte, nehme ich ihn aus meiner Schachtel, aus meiner Tasche raus und klippe ihn halt nur noch hier ein. Habe ich ja gerade auch schon gezeigt. Und das Ding sitzt fest drauf. Und wenn ich jetzt meinen Polfilter drehen möchte, dreht er sich natürlich jetzt wieder mit. Aber dafür habe ich jetzt diesen blauen Ring hier an der Seite, diesen Schalter, den ich hier einmal drehen kann. Und nun ist der Filterhalter arretiert. Das heißt, er sitzt fest auf meinem Objektiv drauf und ich kann jetzt meinen Polfilter, ich mache das mal so, dann kann man es vielleicht besser sehen, kann ich jetzt meinen Polfilter drehen in alle Richtungen und der Adapterring und mein Verlaufsfilter dreht sich nicht mehr mit. Das ist für mich der Riesenvorteil von dem neuen Filterhalter. Zum Aufsetzen und zum Absetzen von diesem Polfilter beim neuen Li-Filterhalter schreibt Li in der Bedienungsanleitung, dass man den ganzen Filterhalter erstmal vom Objektiv runternehmen sollte. Das macht die ganze Geschichte einfacher, den Polfilter zu entfernen. Ich schiebe die Kamera ein bisschen weiter nach hinten. Im Endeffekt ist es so, dass ich jetzt halt eine Seite von dieser Klammer einmal leicht andrücke. Dann geht es hier aus der Arretierung raus. So kann man es, glaube ich, sehen. Und ich kann den Filter abnehmen. Draufsetzen halt wie genauso umgekehrt. Funktioniert eigentlich tadellos. Es ist so, steht auch in der Beschreibung drin. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn das System ganz neu ist, also ihr es gerade frisch aus der Verpackung nimmt, dann kann dieses Auf- und Absetzen schon mal ein bisschen, ich will nicht sagen hakelig sein, aber man braucht ein bisschen mehr Kraftaufwand. Aber ich sag mal so, nach dem fünften, sechsten Mal
funktioniert das eigentlich wirklich absolut problemlos. Die Frage ist jetzt natürlich, lohnt sich das Upgrade auf den neuen Filterhalter? Generell muss man sagen, es ist nicht ganz günstig, dieser Filterhalter. Auch dieser Adapterring ist nicht ganz günstig. Generell sind Li-Filter oder dieses ganze Filtersystem jetzt nicht, ja, das preiswerteste auf dem Markt, aber meiner Meinung nach ist es das Geld auch einfach wert, weil die Filter an sich wirklich sehr hochwertig sind und eine sehr neutrale Farbwiedergabe haben. Und jetzt auch bei diesem Adapterring, mit diesem Filtercase, was dabei ist, wo jetzt halt der Adapter St. Paul-Filter wunderbar reinpasst, auch wirklich schon sein Geld wert ist. Generell ist es halt so, dass Li immer mit solchen Filterpouches ihre Filter ausliefert und ist meiner Meinung nach auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, ist nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall meiner Meinung nach sein Geld wert. Ja, also lohnt sich das Upgrade? Ich würde sagen, wenn man nur mit Einschubfiltern arbeitet, nur mit Graufiltern, nur mit Verlaufsfiltern, ist, glaube ich, dieses Upgrade zum neuen Filterhalter nicht unbedingt notwendig, weil das Funktionsprinzip funktioniert beim alten halt auch wunderbar. Auch nach mehreren Jahren funktioniert das Ganze noch einwandfrei. Wenn man natürlich viel mit dem Polfilter arbeitet, und ich denke mal, das machen die meisten Natur- und Landschaftsfotografen, dann sollte man schon so ein Upgrade in Erwägung ziehen, weil dieses Auf- und Absetzen beim neuen Filterhalter und natürlich diese Arretierung des Filterhalters, dass er sich nicht mehr auf dem Objektiv mitdreht, wenn man den Polfilter bewegt, ist natürlich eine Sache, die die ganze Geschichte sehr viel einfacher und komfortabler macht. Es gibt noch eine Möglichkeit, mit einem Standard-Polfilter zu arbeiten, der halt wirklich direkt hier auf dem Objektiv vorne drauf sitzt und man trotzdem so einen Filterhalter benutzt. Ich habe da nochmal ein Video zu gedreht, ist schon ein bisschen älter, verlinke ich euch aber auch nochmal. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Okay, das war jetzt ein kleines Video zum Li-Filterhaltersystem. Neue Version und alte Version. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es war interessant. Wenn das so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut euch auch gern meine anderen Videos an. Normalerweise bin ich eher draußen unterwegs und ja, filme mich ein bisschen dabei, wenn ich auf Fototour gehe. Ich hoffe, ich bin bald wieder draußen. Die letzten Tage war das Wetter jetzt nicht so passend. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden, hier ein Video aus dem Büro rauszumachen. Wie gesagt, schaut euch gerne meine anderen Videos an. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder draußen, sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.